So, herzlich willkommen zum NRCity-Fan-Dialog. Heute nach dem Spiel gegen SG BBM Bietigheim. Leider nicht erfolgreich für uns. Unsere Gäste dürfen jubeln. Ich begrüße Jonas Link hier bei uns und unseren Rechtsaußen Jannis Krone. Jonas, ihr seid spät in die Halle gekommen, aber umso schneller seid ihr im Spiel durchgestartet, oder? Wie war es für euch? Im Mikro? Nee, das ist nur. Also ich habe mich unter der Woche ein bisschen gewundert, dass wir am Donnerstag erst losfahren. Jetzt heute, ja. Solltet ihr vielleicht immer machen. Habe ich auch gesagt, so eine halbe Stunde mit Hektik umziehen und ein bisschen aufwärmen ist vielleicht gut für uns. Das war, glaube ich, heute hatten wir noch weniger zu verlieren als sonst. Wir sind auch so reingegangen, wir geben Vollgas und schauen mal, was dabei rauskommt. Dann sind wir gut ins Spiel gekommen und ja, im Endeffekt haben wir einfach einen Wahnsinns-Torwart hinten drin gehabt. Wichtiger Sieg für euch, umso bitterer die Niederlage für uns, Jannis. Inwieweit hat das einen Einfluss gehabt, dass das Spiel ein bisschen später anfing? Naja, in erster Linie hatte das eigentlich keinen Einfluss auf uns. Es war natürlich vielleicht eine ungewohnte oder unangenehme Situation. Wir hatten uns aber nichtsdestotrotz eigentlich was anderes natürlich vorgenommen, haben uns dadurch eigentlich hatten dadurch nichts umstellen wollen, dass es dann nicht geklappt hat, hat man gesehen. Wir haben schwer ins Spiel gefunden. Anscheinend hat uns diese Pause ein bisschen mehr wehgetan als den Bietigheimern. Aber trotzdem ist das, glaube ich, dadurch nicht zu erklären. Wir haben einfach ansonsten im Spiel viel zu viele Fehler gemacht, nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Am Ende hattet ihr ja sogar die Chance auf einen Sieg. Ich glaube, letzte Woche von Kai nicht drin und dann auf einmal Konter ins leere Tor und mit der Schlusssekunde verloren. Du bist jetzt noch sehr jung. So ein Spiel hast du wahrscheinlich auch noch nicht erlebt, oder? Nein, auf keinen Fall. Zumal ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich überhaupt nicht gesehen habe, dass Urban noch rausgekommen ist zum Wechsel. Ich verfolgte dann den Wurf, weil ich es nicht ganz von der Bank sehen konnte, über die Videoleinwand und wunderte mich dann natürlich so ein Stück weit, dass das Tor leer war. Ist sehr unglücklich gelaufen. Wir wollten unbedingt noch, wir hatten das in der Auszeit besprochen, mit dem siebten Feldspieler agieren. Hatten vielleicht auch die Chance, das in 12 Sekunden auszuspielen, hat dann leider eben nicht geklappt, umso bitterer das Tor am Ende. Absolut, ich habe auch gar nicht gesehen, wer das Tor gemacht hat, muss ich gestehen, aber einer von euren Spielern hat es gemacht, er hat das gesehen. Es wog hin und her am Ende, ihr saht erst wieder Sieger aus, dann auf einmal nicht mehr, jetzt könnt ihr doch die Punkte mitnehmen. Was bedeutet das für euch? Für uns ist es super wichtig, ja. Das sind jetzt unsere Auswärtspunkte 3 und 4, schon in der Hinrunde. Das ist richtig, richtig gut. Gerade bei einer Mannschaft wie Hannover, da haben wir uns heute, um ehrlich zu sein, nicht viel ausgerechnet. Und sind einfach Big Points im Abstiegskampf. Jetzt bist du mit 26 schon ein erfahrener Spieler bei euch in der Mannschaft, wahrscheinlich beim Fußball, Aufwärmspiel schon bei alt, so wie ich mir den Kader angeguckt habe. Kommst aber aus Erlangen, bist Bundesliga erfahren, kommst demnächst ja auch zum Bruderduell gegen deinen Kollegen, den Bruder Nikolas, ne? Nikolai, genau, aus Erlangen. Freut man sich da besonders drauf auf so ein Spiel? Hier muss man sagen, zählen meine 3, 4 Jahre, die ich in der ersten Liga gespielt habe, schon als Erfahrung. Mir macht es ja sehr, sehr viel Spaß, weil ich viel Spielanteile, viel Verantwortung habe. Probiere vielleicht auch das ein oder andere weiterzugeben. Und ja, ist natürlich schön, wenn es klappt, so wie heute. Und zum Duell mit Erlangen, ich glaube, das ist in 3, 4 Wochen. Natürlich ist was Besonderes. Mein Bruder und ich, wir versuchen das weitestgehend auszublenden. Natürlich wird viel Familie da sein und ja, kein ganz normales Spiel wird es auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen. Jannis, du gehörst zu den jungen Wilden der Recken. Dieses Jahr dein erstes Profijahr, wo du regelmäßig dabei bist. Daher beim Fußball noch bei Jung im Training, wie ich weiß. Wie nimmst du das alles so wahr und auf? Versuchst du möglichst viel aufzusaugen? Ja, auf jeden Fall. Es ist eine tolle Erfahrung. Ist natürlich unglücklich, was mit Torge momentan los ist, aber umso mehr freut es mich natürlich für mich selber. Ich muss dann einfach in den Trainingseinheiten mich zeigen. Heute hat Carlos mir die Chance von Anfang an gegeben. Das war vielleicht durchschnittliche Leistung so insgesamt, da muss man auch selbstkritisch sein, aber man nimmt natürlich sehr viel mit, gerade von den erfahrenen Spielern und da wird man auch von jeglichen Seiten unterstützt. So soll es sein, das nehmen wir mit. Ich darf mich bei Jonas bedanken, bei Jannis auch. Euch viel Erfolg für die kommenden Spiele. Dass ihr noch weitere Big Points holt, dann sehen wir uns nächstes Jahr hier mit Sicherheit wieder. Und wir sehen uns schon Samstag, 19 Uhr wieder, dann ERF Cup gegen Benfica Lissabon in der Swiss Life Hall. Bis dahin, vielen Dank und auf Wiedersehen.